Hallo Knusperkekse und Blubberärschchen. Herzlich willkommen zurück in Mordor. Wir gehen jetzt hier die nächste Quest an. Lass mal hier zerbrochene Erinnerungen. Das Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, den es leuchtender Herr nennt. Naja, whatever. Das werden wir jetzt auf jeden Fall als nächstes machen. Lass mal hier mal Gollum aufs Maul hauen und BAM! Go! Komm schon, Schattenjäger. Hol sie dir alle. Die dreckigen Uruks. Ha! Boah, spring da hin und da. Na los, lauf. Lauf, 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 Alter. Auf zur Quest. Davon ist sie schon. Bin mal gespannt, was denn jetzt hier so passiert rund um Gollum. Oh, sieh ihn dir an. Das ist sein freundliches Gesicht. Oh, hübsch. Aufschauen. Jawohl, du dreckiger Uruk. So, jetzt mal schauen, ob ich die Sklaven hier befreien kann. Oh, mitten ins Hirn gestochen. So, du bist auch fällig, Alter. Pam! Von hinten die Kehle aufgeschlitzt. Und jetzt wieder zurück zu Gollum. Wenn du einen Haarwuchs hast wie Gollum, hast du im Leben auch schon verloren. Okay, töte sie. Naja, gut, okay. Eins, fort! Zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Er ist ja zu geil. Dreckiger, stinkender Waldläufer. Aha, das denkst du auch nur. Ihr geht. Wir warten hier auf euch.
Alter, was findet das Artefakt der Vision? Okidoki. Okidoki, findet das Artefakt. Findet das Artefakt. Na gut. Hier wird Il-Tildin angezeigt. Das ist ja eine Währung, mit der man hier... wo finde ich dich denn, Il-Tildin? Mit der man hier dann noch was einkaufen kann. Wo ist denn Il-Tildin? Ach, wo ist denn der Scheiß? Ach komm, ist das noch weiter oben, oder wie? Oder wie, oder was hier? Wo ist der Scheiß hier? Ach komm, wo ist denn der Scheiß? Il-Tildin, das wird mir da drüben angezeigt. Ach, da oben. Nee, Alter. Kletter doch hier hoch. Ja, hier hoch, Il-Tildin. Gut gemacht. Ja, bla 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 bla, leck mich am Arsch. What the fuck auch immer. So, das war mal das. Und jetzt müssen wir hier... okay. Finde das Artefakt der Vision. Na gut. Das werden wir ja schaffen. Schau mal, da vorne, da leuchtet was. Seht ihr das? Das sind wie Fußspuren. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Hä? Okay. 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 Wir müssen also hier anscheinend den Fußspuren wieder folgen. Lass mal hier. Was ist denn hier? Na, das tut weh, oder? Aha, der schmiedende Klinge. Na gut, Gollum. Wir sehen uns im alten Turm. Oh, what the fudge? Was sind das für Viecher? Ghule! Ghule? Okidoki. Okay. Wow, wie viele sind denn das jetzt hier? Besiege die Ghule. Oh, schöner Finishing Move von R für Geistesblitz steht hier. Ach, jetzt ist es weg. Moment, kann ich das hier statt einem Finishing Move anbringen wahrscheinlich? Fort, alter Schwede, wie geil. Oh mein Gott, ich kriege hier einen Hit nach dem anderen. Lass mal schnell nochmal so einen Geistesblitz starten. Jawohl, ihr dreckigen, widerlichen Ghule. Yeah, bitch. So sieht's aus, 600 EP. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren.
Ja, ich kann auch etwas spüren. Nämlich den Döner, den ich heute hatte, den spüre ich auch. Gut. Dann lass mal hier sehen, was sich jetzt so questtechnisch hier getan hat. Okidoki. So, hier haben wir wieder Redback. Aber haben wir noch was zusätzlich erhalten? Sieh mal hier oben. Gollum giert danach, den leuchtenden Herrn zu den Artefakten zu führen. Mit jeder Entdeckung wächst die Macht des Geistes. Na gut. Na gut, whatever. Whatever. Und hier haben wir wiederholbare neue Quests bekommen, bei denen wir Macht bzw. Einfluss erlangen. Allerdings bin ich jetzt hier versucht, zu diesem Turm zu reisen und hier mal die nächste Redback-Quest zu machen. Oder soll ich die Gollum-Quest machen? Jetzt, wo ich Gollum gemacht habe, werde ich Gollum weitermachen. Hey, warte, hier ist noch was dazu gekommen. Okay, der hat hier einen Plan, wie man die Aufmerksamkeit des Hauptmanns auf sich lenken kann. Ich werde dennoch zuerst die Gollum-Quest machen. Und dazu werde ich jetzt mal dann nach oben ins Gebiet laufen. So, lass mal das markieren. Und dann geht's ab zur Quest. Los! Lokidoki! Nach unten hier. Und go, go, go! So. Unter dem Uruk-Lager hindurch. Okay, sind noch 450 Fuß. Fuß, nicht Fuß. Was immer ich da euch jetzt sagen wollte. Komm schon, lauf hier, leg hier mal einen Zahn zu, Alter! So, jetzt sind wir gleich hier. Lass mal da nach oben gehen. Okay, das sind Uruks, die mich entdeckt haben. Das ist mir allerdings scheißegal. Ich werde jetzt hier einfach die Quest beginnen. Oh mein Gott, was ist das für ein geiles Vieh hier. Na, lass mal spielen. Nun, wo ist er? Und ist entweder ein Lügner oder ein Feigling. Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Okay, dann folgen wir hier mal wieder den Fußspuren. Okidoki, sehr gut. Hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Okay, da ist ein Kalgor hinter der Wand. Der hat mich auch, denke ich, bemerkt. Oder er wird mich zumindest gleich bemerken. Nur, lass mich da den Turm doch freischalten. Ja, ja, Kalgor, du bist hier zu langsam, um den Papa zu schnappen, ja. Ich werde kein Kalgor-Futter in dieser Folge werden. Lass uns den Turm freischalten. Dann können wir Forts Bam schnell reisen. Diese Türme der Elder stammen von jenseits der Zeit. Okay. Gut. Und jetzt lass uns wieder den Fußspuren folgen. Von dem dreckigen kleinen Gollum. So, hier entlang. Dann da hinunter. Nein, 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 nein. Runter mit dir. Und hier entlang. Okay. Wo ist denn Gollum? Das verdammte kleine Scheißerchen. Oh, what the fudge. Oh, wie geil. Ein Rancor. Nee, das ist ein Rancor. Okay, was soll ich jetzt tun? Soll ich den jetzt töten, oder wie, oder was? Oder wie, oder was hier? Wenn wir uns der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Beeindruckend, Talion. Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein.
Oh, ich habe die Kalgors angelockt und jetzt werde ich, während der Grauk hier abgelenkt ist, innerhalb von, oh mein Gott, da ist ein Zeitlimit, innerhalb von ein paar Sekunden muss ich da jetzt hinein, oder was? Habe ich das geschafft? What the fuck, hey. Mal schnell in die Geisterwelt wechseln, okay. Gole, warum überrascht mich das nicht? Na kommt mal her, lauf hier nicht weg vom Papa. Ach nee. Diese Feiglinge. Okay, hier bin ich richtig. Als hätte der Graub den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein Oh, was heißt das jetzt? Oh, Bitch, kommt er jetzt zurück oder wie? Hier in der Höhle kann ich da ja nicht. Dem kann ich ja nicht entkommen hier in der Höhle. So ein Scheiß. Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Okay, sind wir hier hinten, hat doch was geleuchtet. Was ist denn das hier? Ach, das ist nur so ein Pilz, oder was? Aha. Naja, ist nur ein Pilz. Sieh mal da nach oben. Da oben leuchtet's blau, da oben ist garantiert was. Oder? Habe ich mich geirrt? Hab ich mich geirrt? Nein, ich denke nicht. Oder doch? Shit. Ach, da drüben. Sieh mal, da drüben leuchtet noch was blau. Und fort. Hinunter hier. Hoch hier. Ach, hier, schau mal. Alter, ich fress einen Besen, wenn das Sauron ist. OMG, das ist der Schmiedring. Ah, der Schmiedring. Das ist der Ringschmied. Alter, das ist der Ringschmied. Sieh mal hier, zähl mal. 2, 4, 6, 8. Ne, das sind viel zu viele. Doch, das ist der Ringschmied. Wie geil. Na super. Na toll. Der Rancor ist da. Lol, Flitunga. Ja, du bist ja lustig. Der, warte, warte, was steht hier? Der Schattenangriff halte. Okay, drüber über. Ja, was? Okay, das verstehe ich nicht. Okay, ich muss hier jemanden entlang ziehen und dann hier fortporte ich mich zu ihm. Oh, wie geil. Ja, aber jetzt habe ich mich doch direkt neben den Typ geportet. Oh, shit. Alter, was tue ich denn? Lass hier gleich nochmal versuchen, den Trick. Ja, und... Alter, flieh! Alter, lauf doch, lauf doch. Oh, shit, ich kann hier nicht lang. Oh, ich muss da nach oben. Oh, shit, ich bin hier blockiert von den Wichsern. Mist, der verdammte Grauk wird mich erwischen, denke ich. Was war? Das hat jetzt nicht funktioniert, hä? Ich habe das doch gemacht. Lass das jetzt nochmal versuchen, hier, mit dem. Ach, jetzt hat's geklappt. Aber er greift dann immer an und das kostet natürlich Zeit. Die sind hier alle auf der Flucht vor diesem Grauk. Oh, wie geil. Nee, warte, falsche Richtung. Muss ich hier nach oben? Nee. Wo muss ich denn hier hin? Shit, da ist wieder der Grauk. Fuck. Mist, das habe ich ja jetzt verkackt. Ich habe die Übersicht verloren. Ich wusste nicht mehr, wo ich hin muss. Okay. Flieh, du Narr, sagte zu mir. Ja, 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 bla bla bla. Okay.
So, dann da nach oben. Entfliehe den Höhlen. Da hätte ich natürlich jetzt auch diese Fähigkeit nutzen können, um schneller hochzukommen. Aber das habe ich verkackt wieder mal. Und da muss ich hier entlang. Ja. Okay, den habe ich jetzt auch... Okay, den habe ich jetzt auch erledigt. Ach, und jetzt muss ich da hinüber, warte. Okay, ich verstehe. Dann haben sie ja eh hier überall Pfeile wieder hingelegt, damit man hier schneller vorankommt. Und jetzt lass mal da nach oben zu dem Typ. Hey, das ist eine geile Fähigkeit. Das ist ja richtig nice. Oh, der Rancor. Oh oh. Oh, jetzt stürzt hier die ganze Höhle ein. Ich komme noch rechtzeitig hinaus und er ist am Arsch. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein. Nein. Leuchten, der Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böser Waldläufer. Weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz? Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ach, es ist eine richtig gute Story. Das ist eine richtig gute Storyline, die sie da aufgebaut haben in dem Spiel. Hervorragend! Quest erledigt, 600 XP bekommen, 50 Mithril. Kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Gut. Jetzt haben wir hier eine schöne Quest mit, oder zwei schöne Quests mit Gollum hinter uns gebracht. Ich werde das Video jetzt mal beenden, damit es mir nicht zu lange wird. Wir werden uns, die nächsten Quests werden wir uns aufheben, um dann schön hier weiter in Mordor, Orks und Uruks zu schnetzeln und der Geschichte des Ringschmieds hier noch weiter auf den Grund zu gehen. Danke fürs Zusehen, Leute. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.